Hanf in verschiedensten Lebensmitteln aus eigener Produktion zu verarbeiten, das machen die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftsschule Bruck. Milchprodukte, Brot, Bier und Honig werden so zu Delikatessen veredelt. In den Teig sind halt Hanfsamen und das Hanfmehl und das ist für den Geschmack und für die Farbe. Und es ist auch gesünder wegen dem Eiweißgehalt. Dem Bier gibt Hanf eine besondere Note. Da sind jetzt 33 Liter Wasser drin und Malz. Das schaut jetzt gerade so milchig aus, weil sie die Eiweißstoffe lösen. Die Hanfblüten, die schmecken auch eher ein wenig knussig. Das ist für den Geschmack vom Bier. Das ist geschmacklich echt gut, weil die Röstaromen von Hanfsamen mit der Süße von Honig halt zusammenkommen. Wir sind jetzt bei unseren Abfüllen von unserem Hanfhonig. Dieser Cremehonig ist die Basis. Unser Honig kommt ja von der eigenen Imkerei, von der Schule. Diese Vielfalt an Produkten mit dem besonderen Hanfaroma ist für die Schülerinnen und Schüler nicht nur kulinarisch ein Erlebnis. Man lernt viel in der Schule. Es sagen alle, es ist eine Schule fürs Leben.